Stunden später war Shinichi im Regen durch Tokio unterwegs. Seine Füße brannten wie Feuer und bluteten sehr wahrscheinlich auch. Aber das war ihm egal. Schließlich wollte er seinen besten Freund nicht verlieren, auch wenn das bedeutete, zu Fuß bis nach Osaka zu laufen. Sehr weit konnte Heiji doch noch gar nicht gekommen sein. Tränen vermischten sich mit dem Regen, der den Jungen schon komplett durchnässt hatte. Immer wieder rieb er sich über die Augen, weil sie brannten und schmerzten. Warum nur war er so dumm gewesen? Warum hatte er die Anzeichen nicht gesehen? War er wirklich so ein Idiot? Zitternd griff er nach seinem Handy, denn er hatte jenes von Heiji orten lassen, um ihn zu finden. Irgendwo hier musste er doch sein. Am liebsten hätte Shinichi das Handy in die Wand geworfen. Aber damit hätte er alles verloren, was ihm noch wichtig war. Nicht nur, dass Kid ihn hängen ließ und sich nicht mehr meldete, jetzt wandte sich auch noch sein bester Freund von ihm ab. Das konnte Shinichi einfach nicht ertragen. Egal, was er tun musste, er würde alles tun, was Heiji verlangte, nur damit er seinen besten Freund nicht verlor. Der Blick auf sein Handy verschwamm etwas, weil die Tränen ihm immer wieder die Sicht nahmen. Ärgerlich wischte sich der junge Detektiv über die Augen, aber seine Tränen wollten nicht versiegen. Irgendwo hier war Heiji doch. Aber wo, verdammt nochmal? Seufzend sah sich Shinichi um, bemerkte dann aber erleichtert ein Hotel, in welches er sofort stolperte. Dort sah er sich um und ging mit zitternden Knien an die Rezeption. Ich suche nach einem Heiji Hattori, flüsterte er mit belegter Stimme. Können Sie mir sagen, ob er hier ist? Dankbar dafür, dass seine Stimme nicht abbrach, senkte der junge Detektiv seinen Blick. Es war Shinichi unangenehm, dass er so ein jämmerliches Bild abgab gerade. Aber was sollte er machen? Gerade war er ein Häufchen Elend und das wusste er auch. Der Mann an der Rezeption verschwand für einen kurzen Moment, kam dann wieder und nickte. Ja, er hat sich vor einer Stunde hier eingemietet. Soll ich Sie anmelden? Wollte er mit dunkler Stimme wissen. Schnell schüttelte Shinichi den Kopf, während er nicht wusste, ob er lachen oder weinen sollte. Nein, nein, ich würde ihn gerne überraschen, wenn das möglich ist, flüsterte der junge Mann mit gebrochener Stimme. Der Mann an der Rezeption musterte ihn etwas, lächelte dann aber und nickte. Also gut, dann gehen Sie mal hoch. Er bewohnt das Zimmer 205, erklärte der ältere Herr. Shinichi verneigte sich ein wenig, achtete noch immer nicht auf seine nackten Füße und lief einfach die Treppe hoch. Auf den Fahrstuhl zu warten hätte ihm jetzt viel zu lange gedauert. Außerdem war er nicht umsonst Fußballspieler. Vor der Tür wurde ihm dann aber doch übel. Was, wenn Heiji ihm diese einfach vor der Nase wieder zuschlagen würde und nicht mit ihm reden wollte? Unsicher senkte Shinichi seinen Blick. Eben hatte er noch voller Enthusiasmus an die Tür hämmern wollen, aber jetzt war sein ganzer Mut dahin. So wütend wie Heiji vorhin gewesen war, wollte der ihn bestimmt nicht sehen. Shinichis Herz rutschte in seine Hose und entmutigt ließ er seine Hand wieder sinken. Er wollte sich nicht mit Heiji streiten, nicht noch einmal, so sehr. Da hatte er überhaupt keine Lust zu. Seine Beine wollten schon wieder umdrehen, um einfach zu verschwinden. In Shinichis Kopf drehte sich alles, weil er nicht mehr wusste, was noch richtig war und was nicht. Seufzend lehnte sich der junge Detektiv an die Tür, weil er keine Kraft mehr hatte. Was war denn nur los mit ihm? Erst verliebte er sich total in diesen Dieb, der ihn nur an der Nase herumführte und wegen dem er sich immer bei Heiji ausgeweint hatte. Die ganze Zeit über war sein bester Freund für ihn da gewesen und Shinichi hatte nichts Besseres zu tun, als ihm das Herz zu brechen. Was für ein grausamer Mensch war er nur? Immer wieder stellte der junge Detektiv sich diese Frage. Und je länger er vor der verschlossenen Tür stehen blieb, die sich natürlich nicht von alleine öffnete, hatte er das Gefühl, als wollte man ihn aussperren. Als wenn man ihn aus dem Leben von Heiji herausdrängen wollte, weil er nicht gut genug für den jungen Mann war. Zitternd hob Shinichi dann doch wieder seine Hand, weil er anklopfen wollte. Er musste das jetzt hinter sich bringen, auch wenn er noch nie in seinem Leben so nervös und ängstlich gewesen war. Aber jetzt musste er für Heiji stark sein. Der musste doch schrecklich leiden gerade. Wenn sich jetzt jemand mit Liebeskummer auskannte, dann ja wohl er. Also musste er zu seinem Fehler stehen und es hinter sich bringen. Seufzend hämmerte Shinichi gegen die Tür, bereute es dann aber im gleichen Moment auch wieder. Vermutlich würde Heiji ihm doch jetzt die Tür vor der Nase zuschlagen. Dafür war es jetzt allerdings zu spät. Was auch immer dabei rauskommen würde, er musste das jetzt über sich ergehen lassen, selbst wenn Heiji ihm eine reinhauen würde. Verdient hätte er es ja irgendwie. Als die Tür sich dann allerdings öffnete, verließ Shinichi wieder jeder Mut.
Noch immer konnte Saguro nicht glauben, dass er sich auf so einen Unsinn wirklich eingelassen hatte. Wollte er tatsächlich mit Kaito in den Urlaub? Vielleicht konnte er dort mehr über seinen Vater herausfinden. Immerhin hatte er einen klaren Verdacht, und wenn er Kaito so beobachtete, dann wurde aus dieser Mutmaßung langsam aber sicher ein klares Urteil. Wenn Saguro sich auch mit Psychologie nicht so gut auskannte und er sich in solchen Krankheiten nicht hineinversetzen konnte, so hatte er das Gefühl, dass Kaito in dem Moment, in dem er Kid wurde, in die Rolle seines Vaters schlüpfte. Es konnte nur sein Vater sein. Warum sollte Kaito sonst so sehr an diesem Kid hängen? Und warum sollte er sonst seine Rolle einnehmen? Saguro überlegte die ganze Zeit, denn er war doch noch mit dem Idioten zusammen zur Schule gegangen. Da waren sie noch Kinder. Aber egal wie sehr er auch versuchte, an ein Bild von seinem Vater konnte sich der junge Engländer nicht erinnern. Kaitos Mutter, die hatte er deutlich vor Augen. Aber an seinen Vater hatte er keinerlei Erinnerung. Und dann war ja auch noch die Frage, woran der Mann gestorben war. Aber wie bekam man Kaito dazu, darüber zu reden? Bestimmt würde der Junge kein Wort über seinen Vater verlieren. Oder es würde irgendwas aus dem Jungen auslösen, vor dem Saguro jetzt schon Angst hatte, wenn er ehrlich war. Aber jetzt war der Urlaub geplant. Und wenn man den Spinner so beobachtete, dann hatte er seine Freude daran. Auf seinen Lippen lag ein Lächeln, das er schon lange nicht mehr bei Kaito gesehen hatte. Und genau das machte den jungen Engländer gerade sehr glücklich. Alles andere konnte man später immer noch klären. Kopfschüttelnd stopfte Saguro noch ein paar Boxershorts in seine Tasche. »Wie lange wollen wir denn weg? Du musst noch zur Schule und ich eigentlich auch«, murmelte er leise. Kaito saß im Wohnzimmer, war aber jetzt zu ihm gekommen und zuckte mit den Schultern. »Mir doch egal, was die in der Schule dazu sagen. Wenn wir Urlaub machen können, dann sollten wir den so lange machen, wie wir Lust haben. Wo willst du denn hin? Willst du mit mir nach England? Da war ich aber noch nie. Oder willst du lieber in Japan bleiben?« Allein der neugierige Blick brachte Saguro zum Schmelzen. Was war denn nur los mit ihm? Früher war ihm Kaito immer auf die Nerven gegangen, aber je mehr er jetzt über den Idioten herausfand, umso klarer wurde, dass Kaito eigentlich jemand war, der jemanden brauchte, der sich um ihn kümmerte. Wenn Saguro ehrlich war, dann war der Junge, den er für immer für einen unbeherrschbaren Idioten gehalten hatte, genauso einsam wie er selbst. Während er sich jedoch mit seinen Kriminalfällen ablenkte, hatte sich Kaito in seine Diebstähle verkrochen. Jeder von ihnen hatte seinen eigenen Weg gewählt, um mit der Einsamkeit umzugehen. Doch verletzt waren sie davon beide. Saguro war bestimmt nicht der feinfühligste Mensch auf der Welt, aber er wollte verstehen, was mit seinem Gegenüber los war. Darum wollte er auch immer wissen, warum ein Täter getan hatte, was er eben tat. Seufzend schnappte sich Saguro seine Tasche. »Wir sollten zu dir nach Hause gehen und dann erstmal deinen Koffer packen. Wo wir hinfahren, können wir immer noch kurzfristig am Flughafen entscheiden. Einfach last minute irgendwo hin. Wir werden schon sehen, wo wir landen.« Eigentlich war Saguro nicht der spontane Mensch, aber gerade wollte er nicht wissen, was seine Zukunft bringen würde. Schon gar nicht mit Kaito an seiner Seite. Der sprang begeistert auf und nickte zufrieden. »Das finde ich gut«, meinte er, doch in seinen Augen schimmerten Tränen. Für ein paar Sekunden überlegte Saguro, ob er den kleinen Spinner in den Arm nehmen sollte. Doch dann schob er ihn einfach aus seiner Wohnung und schmunzelte. »Gut, dann machen wir das so. Beweg deinen Hintern in meinen Wagen, dann werden wir zusehen, dass wir dich hier wegbringen. Irgendwie brauche ich auch Urlaub. Am meisten von dir. Aber ich denke, das kriegen wir auch zusammen hin, meinst du nicht?« Dass Kaito begeistert nickte, sollte Saguro in diesem Moment überhaupt nicht wundern. Eigentlich hatte Heiji beschlossen, wirklich verdammt wütend auf Shinichi zu sein. Dummerweise verrauchte seine Wut in dem Moment, als er den total durchnässten und verheulten Jungen vor sich sah. Seufzend ging er zur Seite, um seinen besten Freund in das Hotelzimmer zu lassen, in dem er sich eingenistet hatte. Eigentlich hatte er nach Hause fahren wollen, doch seiner Mutter wollte er auch nicht unter die Augen treten. Darum hatte er beschlossen, sich für eine Nacht in ein Hotel zu mieten. Wie hatte Shinichi ihn überhaupt so schnell gefunden? Und wie sah der aus? »Du blutest«, murmelte er leise, denn die Fußabdrücke, die Shinichi auf dem Boden hinterließ, waren wirklich blutig. Zum Glück hatte das Hotel Parkettboden und keinen Teppich, sonst hätten sie Ärger bekommen. »Setz dich hin, ich wasche dir erstmal die Füße ab und verbind sie dir.« »Du siehst aus, als wärst du barfuß.« Erstaunt brach Heiji ab, als Shinichi beschämt seinen Blick senkte. »War der Kerl jetzt wirklich ohne Schuhe hierher gelaufen? Durch die ganze Stadt?« »Kein Wunder, dass seine Füße bluteten.« »Du bist verrückt«, murmelte Heiji leise.
Er fühlte sich noch immer schrecklich, aber wenn er seinen besten Freund so vor sich sah, dann bekam er ein richtig schlechtes Gewissen. So Hals über Kopf davonzulaufen, war eine dumme Idee gewesen. Und man merkte doch deutlich, wie sehr Shinichi darunter litt. »Warum bist du hier?«, wollte er dann doch wissen. Zögerlich zuckte der junge Mann vor ihm mit den Schultern, lächelte dann aber schwach. »Ich weiß, du würdest mich bestimmt gar nicht sehen. Vermutlich hältst du mich für den größten Idioten der Welt. Aber ich habe dich wirklich vermisst. Ich wollte nicht, dass du dich wegen mir schlecht fühlst. Du bist doch mein bester Freund. Denkst du, da wollte ich dir wehtun? Wenn ich das von vornherein gewusst hätte. Nein, das ist falsch. Ich war dumm, dass ich es nicht von alleine bemerkt habe. Dabei hätte mir früher auffallen müssen, dass du in mich verliebt bist.« Heiji seufzte leise auf, verschwand dann erst einmal im Badezimmer, um dann mit einem Waschlappen die zarten, aber total blutigen Füße seines Liebsten zu waschen. Was sollte er dazu sagen? Ja, im Grunde war es dumm von Shinichi gewesen, denn seine Gefühle hatte er ja wie auf einem Silbertablett vor sich hergetragen. Einem Detektiv hätte das auffallen müssen, aber ihm war auch klar, dass Liebe blind machen konnte. So besessen, wie Shinichi von diesem Kid gewesen war, da hätte es ein reines Wunder gebraucht, um dafür zu sorgen, dass dem Spinner auffiel, was er fühlte. »Ist schon gut. Immerhin bin ich von dir genauso besessen und vermutlich würde es mir auch nicht auffallen, wenn sich jemand anderes in mich verlieben würde. Allein, weil ich dich so sehr liebe«, gestand der junge Mann aus Osaka mit einem traurigen Lächeln. »Aber ich frage mich, ob das mit uns so überhaupt eine Chance hat. Schließlich bist du in diesen Kid verliebt. Wegen den habe ich wohl überhaupt keine Chance. Und damit werde ich mich abfinden müssen. Auch wenn es weh tut.« Erstaunt blickte Heiji auf, als Shinichi nach seinen Händen griff. »Mit dem bin ich durch. Der hat sich doch sowieso nicht mehr gemeldet, nachdem die Sache im Hotel gelaufen war. Im Grunde hattest du von Anfang an recht. Warum habe ich mir eingebildet, dass jemand wie Kit etwas anderes von mir wollen würde als Sex? Du warst immer für mich da und das, obwohl ich so ein Dummkopf war. Ich würde alles tun, damit wir beide wieder Freude sein können. Bitte, wenn ich dich verliere, dann bin ich vollkommen allein. Das kannst du mir doch nicht antun.« So leidend, wie Shinichi in diesem Moment klang, zerbrach es seinem Freund das Herz. Warum war das alles nur so kompliziert? Das alles hätte so schön und einfach sein können. Shinichi räusperte sich leise, doch Heiji beschäftigte sich lieber mit dessen Füßen, als ihm jetzt an die Augen zu sehen. »Es tut mir außerdem leid, dass ich dir eine Liebelei mit Saguro unterstellt habe. Ich glaube, ich wollte einfach, dass du auch jemanden hast. Und weil ich mir nicht eingestehen wollte, dass ich das bin, habe ich jemanden gesucht, den du lieben könntest. Und Saguro, und du hast mit ihm geschlafen. Das ist doch kein Wunder, wenn mir sowas in den Kopf kommt, oder? Es war so einfach, wie ich mir in den letzten Tagen wohl alles zu einfach gemacht habe.« Zustimmend nickte Heiji, denn die Sache mit Saguro hatte sein Kumpel tatsächlich ein wenig zu einfach genommen. Als wenn ich mich in den verlieben würde. Aber wir sind mittlerweile sowas wie Freunde, glaube ich. Der Kerl hat's auch nicht leicht, mit dem Idioten, in den er sich verliebt hat. Wir haben uns da also sehr gut verstanden.« Ein Lächeln huschte über Heijis Lippen, während er den fragenden Blick von Shinichi bemerkte. Aber wie sollte es mit ihnen jetzt weitergehen? Wie wollten sie jetzt miteinander umgehen? Auf einmal warf sich Shinichi einfach an seinen Hals und presste sich an ihn. Heiji wusste gar nicht, was er sagen oder machen sollte, aber die Umarmung tat einfach nur gut. In Windeseile hatte Kaito seine Klamotten gepackt. So schnell hatte er noch nie eine Tasche gepackt. Aber bisher hatte er auch noch keinen Grund dazu gehabt. Lächelnd tapste er zu Saguro, der im Wagen auf ihn wartete. »Ich bin soweit. Ich bin schon so neugierig, wo wir hinfahren«, meinte er lächelnd. So glücklich war er schon lange nicht mehr gewesen. In Kaito sprudelte alles vor lauter Glück. Er sollte mit dem Mann in den Urlaub fahren, den er über alles liebte. Glücklicher konnte ein Mensch doch gar nicht sein. Aber dummerweise wusste er in einem Punkt noch immer nicht, wie er mit Saguro umgehen sollte. Warum hatte sein Traumprinz ihn einfach so von sich gewiesen? Er hatte doch nur versucht, sich an ihn ranzumachen. Und das war so falsch gewesen? Sonst war doch jedermann darauf angesprungen. Das ließ Kaito einfach nicht los. Irgendwas in seiner Welt war komplett verwirrend. Unsicher kuschelte er sich darum in den Sitz des Wagens und versuchte, die Außenwelt wahrzunehmen. Seine Gedanken beherrschten ihn nur so sehr, dass er sich kaum auf irgendwas konzentrieren konnte. Saguro riss ihn aus seinen Träumen. »Gibt es vielleicht doch einen Ort, an den du gerne mal fahren würdest?«,
Ich meine, irgendein Ort, an den du gerne mal reisen möchtest. Den hat doch jeder, oder? Kaito blinzelte, wurde dann aber rot um die Nase. Ich wollte immer mal nach Las Vegas, flüsterte er leise. Alleine schon, weil sein Vater einer der größten Magier der Welt war, hatte er sich dort einmal umsehen wollen. Sein Vater war ja nicht nur Dieb, er war auch Magier und hatte sich einen großen Namen gemacht. Irgendwie wollte Kaito wissen, ob der Name Kuroba in Amerika noch irgendwas an Bedeutung hatte. Sagoro war im ersten Moment erstaunt, schmunzelte dann aber und nickte. Warum denn nicht? Wir gucken einfach mal, ob wir einen Flug nach Las Vegas bekommen. Und dann können wir uns bald in Amerika umsehen. Ein Hotelzimmer werden wir da schon irgendwo finden. Kaito senkte schüchtern seinen Blick. Aber würdest du dich da denn überhaupt wohlfühlen? Das ist doch alles total bunt und laut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich da sonderlich wohlfühlen würdest. Doch Saguro zuckte mit den Schultern. Ich wollte einfach nur weg, das ist alles, murmelte der junge Detektiv leise. Wo wir hinfahren, ist mir im Grunde egal, wenn ich ehrlich sein soll. Und wenn ich dir damit eine Freude machen kann, dann fliegen wir eben nach Las Vegas. Erleichtert lehnte sich Kaito zurück. Das würde ein super Urlaub werden.